Vor dem Oberlandesgericht Dresden hat ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Anhänger der rechtsextremen Gruppe Freital begonnen. Den vier Angeklagten, drei Männern und einer Frau, wird vorgeworfen, sich an der terroristischen Vereinigung Gruppe Freital als Mitglieder oder Unterstützer beteiligt zu haben. Die Angeklagten sollen in wechselnder Beteiligung unter anderem an einem Sprengstoffanschlag auf das Auto eines Freitaler Stadtrats, an einem Anschlag auf ein Büro der Linkspartei und an einem Sprengstoffanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft beteiligt gewesen sein. Alle Taten ereigneten sich 2015. Für die Verhandlung sind zunächst Termine bis Januar angesetzt. Bereits im März 2018 verurteilte das Gericht acht Mitglieder der Gruppe Freital zu mehrjährigen Haftstrafen.